Wie kriegen wir Videospiele von anno dazumal vom C64 in die moderne Welt verpflanzt? Wie das geht, hatten wir uns ja angeschaut bei den beiden Retro-Game-Konsolen. Die kosten extra und können sonst nichts. Heute schauen wir uns eine flexiblere Lösung an, nämlich mit einem Raspberry Pi und nicht mit irgendeinem, sondern mit einem ganz neuen Pi 400. Das ist ein ganz interessanter Rechner, den man auch für andere Dinge benutzen kann. Und ich zeige euch heute, wie ihr C64 Games da drauf kriegt. Und wir legen in unserem Zweimann-Team los. Das bestellte Maschinchen in der Kiste. Es gibt zwei Varianten. Man kann die nackte Maschine kaufen oder das komplette Kit. Was wir hier haben, ist das komplette Kit. Was da dabei ist für so ungefähr 130 Euro, schauen wir uns jetzt an. Die eigentliche Pi 400 Kiste mit dem Raspberry Pi 4 drin. Dann haben wir ein Mäuschen, kabelgebunden. Das ist ziemlich vorteilhaft beim Aufbau, das werden wir da noch sehen. Wir werden alles heute kabelgebunden machen, weil Wireless bringt zusätzlich Komplikationen. Im Kit dabei auch eine 16 GB Speicherkarte, die braucht es natürlich, das ist sozusagen die Festplatte der Maschine. Auch dabei ein richtig schöner Power-Adapter. Und nicht vergessen das Monitorkabel HDMI, von einem kleinen HDMI auf ein Standard-HDMI und ein Handbuch. Wer es glaubt, sogar auf Deutsch. Und so sieht der Pi 400 von unten aus, von hinten. Das Keyboard ist übrigens gar nicht so schlecht und das ist die deutsche Variante, passt auf, wenn ihr bestellt. Liebe Schweizer, Schweizer Tastatur gibt es leider nicht. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlicher, wir müssen das Betriebssystem installieren. Dazu gehen wir auf die offizielle Raspi-Seite und laden den Imager runter. Den brauchen wir, um das Zeugs draufzuschreiben, Speicherkarte in den Laser. Ich zeige euch das hier auf dem Mac-PC, ist ganz ähnlich. Und dann welches Betriebssystem, wir nehmen nicht das Standard, sondern gehen hier rein in Other, nicht 64-Bit, sondern 32 mit allem drum und dran. Das ist, was wir wollen, das wählen wir aus. Da beim Zahnrädchen können wir jetzt noch Passwort für WLAN und Sprache setzen, das machen wir aber nicht hier, sondern das machen wir dann nachher im Raspi und wir schreiben runter. Jawohl, wollen weitermachen. Das dauert und dauert und dauert. Ich zeige das hier etwa 50 Mal schneller. Aber irgendwann ist es fertig. Wir nehmen die Speicherkarte raus und gehen jetzt wieder rüber zum Pi 400. Machen wir also weiter mit dem Pi 400. Es ist abzusehen, dass es ein bisschen Kabelsalat gibt. Die Maus aus dem Kit mit Kabel. USB haben wir ja drei. Das ist der kleine HDMI. Netzwerkanschluss, wie gesagt, wir machen alles kabelgebunden, damit das schön einfach bleibt. Dann haben wir einen Game Controller, ich habe so den üblichen Game Controller dazu gekauft. Auch den machen wir kabelgebunden, weil Bluetooth nachher mit RetroPi, das ist echt mühsam. Und ich möchte euch heute hier einen einfachen, super einfachen Weg zeigen, wie ihr da ins Ziel kommt. 16 GB Karte, also aus dem Laser, die wir jetzt gerade beschrieben haben, auf Mac kommt da rein. Hier ist noch die GPIO-Schnittstelle und schon sind wir parat. Karte rein, Strom an. Wir richten jetzt den Raspberry Pi Desktop ein, Sprache muss gesetzt werden. Bisschen Updating gibt es, den User Account generieren wir hier und wir haben die Maschine mit einem Ethernet-Kabel verbunden, damit es einfach ist. Aber ich zeige hier noch schnell, Wi-Fi geht auch. Das ist für den Raspberry Pi an und für sich einfach. Nachher beim RetroPi ist es dann mit Wi-Fi äußerst kompliziert. Deshalb zeige ich das dann nur noch mit Kabel. Ihr seht den Standard-Desktop vom Raspberry Pi. Wir schauen, was es da so zu entdecken gibt. Nur ganz kurz. Ihr seht Entwicklungstools, Mathematik heißt schon dabei sogar, einiges an Büroanwendungen, Internet ist natürlich da, Videoplayer ist da. Uns interessiert ja auch ein bisschen, wofür man jetzt so ein Pi 400 nutzen könnte. Kann man den jetzt
Kindern geben, um mit Rechnern zu starten. Und dann kann man die in die Werkstatt stellen oder in die Küche als Videoplayer oder Internetbrowser oder für E-Mails. Ich starte mal den Browser, dann checken wir mit YouTube, wie flott das funktioniert. Gehen wir doch gleich auf die Enigmascope-Seite und schauen uns dort ein Video an und lasst uns sehen, wie responsiv das ist. Geht so mittelflott, aber es funktioniert. Wir spielen ein Video an. Passendes natürlich, der C64. Ja, es baut auf, es kommt. Wir schalten noch schnell auf HD um, um auch das zu probieren. Retro Games, das ist der originale. Ja, das taugt schon was. Also als Zweitrechner, Kinderrechner, Werkstattrechner ist das schon zu gebrauchen. Aber gehen wir doch zur Auflockerung in die Werkstatt und schauen nach, was sich in unserer Maschine drin befindet. Leider nicht aufgeschraubt, sondern so zusammengequetscht. Ziemlich mühsam, das aufzukriegen. Wir stecken die Tastatur aus, schrauben den Kühler weg. Kühler ist über so ein Thermopad mit dem SoC verbunden. Das SoC ist dieses System on a Chip. Da ist eigentlich alles drin. Mikroprozessor, Videoadapter, steckt alles genau hier drin. SD-Karten-Slot, zweimal Micro, HDMI, USB-C für Strom, GPIO, USB, dann kommt der Ethernet-Stecker. Das ist 4 GB RAM, das ist der Power-Management-IC, das ist der Ethernet-Transceiver, der USB-Host-Adapter und der Transformer fürs Ethernet. Und hier drüben das Wireless-Modul und der Tastatur-Controller. Das ist alles, was drin steckt. Und jetzt verwandeln wir unseren Raspberry Pi in einen Retro Pi. Da gibt es eine Webseite dazu, aber wir machen es noch viel einfacher. Wir nehmen nämlich wieder unseren Raspberry Pi Imager, wählen dieses Mal das Retro Pi Image aus für den Pi 400. Und das schreiben wir auf die SD-Karte runter. Das heißt, wir ersetzen das Raspi OS mit dem Retro Pi OS-Karte raus und wir gehen wieder rüber zu unserem Pi 400. Schon meldet sich der RetroPi. RetroPi basiert auf der Emulation Station, die wird jetzt auch geladen. Und unser Gamepad wurde detektiert. Jetzt müssen wir das System trainieren, dem System mitteilen, wo welche Schalter sind. Das Gamepad, was wir hier haben, ist ein 8-Bit Do oder Du SN30 Pro. Das hat so ziemlich alle Controller für alle Retro-Spielkonsolen. Da ist man also auf der sicheren Seite. Ihr habt gesehen, wir betreiben das mit Kabel. Das vereinfacht die Sache ungemein. Das Controllerchen wäre allerdings auch Bluetooth-fähig. Wir zeigen dem System jetzt alle Knöpfe. Hotkey ist noch ein bisschen tricky. Wir nehmen den Knopf unten rechts und OK und schon sind wir fertig. So, dann gehen wir rein in die Konfiguration und laden den C64-Emulator. Und da sind wir nun in der RetroPi-Konfiguration. Wir steigen noch etwas tiefer runter ins Setup. Kiste rödelt wieder und dann kommen wir in dieses fast textbasierte System rein. Hier müssen wir jetzt Packages installieren. Wir gehen in den Package Manager rein und installieren optionale Packages, suchen den Weiß-Emulator hier und installieren von den Precompiled Binaries. Die Kiste arbeitet jetzt fröhlich, das ist im Zeitraffer gezeigt, das dauert ein bisschen länger. Und dann müssen wir rückwärts wieder raus, zurück ins RetroPi-System. Rückwärts raus und sind jetzt im RetroPi. Und ihr seht, es ist nichts zu sehen, keine Spiele, nichts. Wir müssen neu booten, das machen wir jetzt gleich. Starten das ganze System neu. Ja. Auch das im Zeitraffer gezeigt. Jetzt sind wir zurück, aber große Enttäuschung, immer noch nichts da. Das liegt daran, dass keine Spiele installiert sind, dann werden auch keine Emulatoren gezeigt. Als nächstes müssen wir also Spiele installieren. Zurück geht's zum PC oder Mac. Dort suchen wir den RetroPi im Netzwerk und die Ordner mit den ROMs, nämlich hier hat es jetzt einen neuen Ordner gegeben, C64, der ist noch leer und da schmeißen wir jetzt unsere Games, also die .d64-Dateien rein und die schiebt es dann rüber auf unser Maschinchen. Nicht vergessen, das Ethernet-Kabel muss eingesteckt sein.
zurück am Retropie. Wir warten gespannt, was passiert und ob wir unsere Games finden. Und tatsächlich, jetzt ist der C64 sichtbar. Unsere vier Games sind auch sichtbar. Die wählen wir jetzt an. Weiß wird jetzt geladen und Weiß lädt jetzt das Spiel im Emulator. Können wir spielen? Wir versuchen jetzt vorwärts zu machen. Nein, der Emulator hat jetzt wieder eine andere Verkabelung mit dem Controller. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die B-Taste drücken und im Weiß-Emulator den Joystick anmelden. Üblicherweise beim C64 ja Joystick Nummer 2. Dort melden wir den Joystick an und gehen wieder mit der B-Taste raus ins Spiel. Und jawohl, wir sind erfolgreich. Ihr seht, das geht tatsächlich auf dem Raspberry Pi, auf unserem Pi 400. Aber ihr seht auch, es ist schon eine Ecke komplizierter, als wenn ihr eine fertige Konsole kauft, wie so einen C64 oder einfach einen Emulator auf dem PC installiert. Hat euch das Video gefallen? Thumbs up! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr einen Joystick ranmacht, einen echten 64er Joystick. Was ihr hier seht, ist der Joystick von Retro Games, also der von der C64-Konsole. Den kann man auch einzeln kaufen, der hat dieses richtig schöne alte Feeling. Und da müssen wir jetzt auch wieder dieses Setup-Verfahren durchlaufen, aber mit viel weniger Knöpfen. Wichtig ist, wenn es hier jetzt zu Knöpfen kommt, die wir nicht haben, einfach schön lang auf dem Knopf draufbleiben und dann geht er dann weiter. So durchlaufen wir das und kommen auch so zum Erfolg. A-B-Tasten haben wir ja auch, die können wir belegen und dann steht dem Spielspaß nichts mehr im Weg. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Ausprobieren. Danke fürs Zusehen und bis bald mal wieder.